stand auf dem Geburtstagstisch schon ein paar Jahre her, in einem Rot so rot wie Weihnachtssterne. Ein kurzgeschorener, na so etwa handygroßer Bär. Ich mag die Farbe und mag Bären gerne. Hätte mir wer erzählt, dass es so rote Bären gibt, dachte ich, der will mir einen aufbinden. Es gibt sie wohl und ich wusste, nur die Frau, die mich liebt, konnte so einen Bären für mich finden. Ich habe diesen kleinen roten Kerl von Anfang an zum Partner erklärt und ins Herz geschlossen. Als Co-Pilot, als Psychiater, als Klabautermann, als Bodyguard und Kopfkissen genossen. Ich hab ihn mit mir kreuz und quer durchs ganze Land geschleppt, zur Arbeit, zu Terminen und zu Festen. In Nobelrestaurants, in Schweinebars, wo man dich neppt, in lausige Hotels und in die besten. Wie viele Zimmermädchen dachten, der ist nicht ganz dicht, wenn sie den Bären in meinem Bett antrafen. Und kicherten und glucksten, kommt mal her, das glaubt ihr nicht, der alte Knabe hat nen Bären zum Schlafen. Wie oft bin ich unter dem Blick der Knopfaugen erwacht und konnte mich des Eindrucks nicht erwehren. Das ist vielleicht ne Spur zu heftig, herging letzte Nacht. Das kommt davon, jetzt siehst du rote Bären. Da wo ein Bär die Stellung hält, da mach beruhigt Rast. Da bleiben Pech und Unheil vor den Toren. Es kann dir nichts passieren, solange du einen Bären hast. Bist du nicht ganz erwachsen, ganz verloren. Der Gewissheit im Gepäck fasste ich den Entschluss, den lang gehegten Traum aus Kindertagen. Von Key West bis Alaska in einem Greyhound-Bus, die Reise nach Amerika zu wagen. Und wie Christoph Kolumbus einst mit etwas weichen Knien, haben wir zwei die neue Welt gefunden. Ein Bär aus Gingen an der Brenz und ein Mann aus Berlin und standen und staunten mit offenem Mund. Und alles war so groß, so neu, so aufregend und schnell, so viel zu sehen, so viel um die Ohren. Und gleich am ersten Tag in Boca Raton im Hotel habe ich meinen roten Bären verloren. Einem Schlag war meine ganze Reiselust vorbei, erfolglos alles fanden, alles suchen. Der Bär war fort, da half kein Sheriff und kein FBI, da half kein Bitten, Hoffen und kein Fluchen. Ich habe mich gegrämt, ich hab mir Vorwürfe gemacht, doch dann begriff ich manches und ich ahnte, ich hab ihn nicht verloren, er hat sich selber aufgemacht auf eine Reise, die er lang schon plante. Nicht er wurde geschenkt, oh nein, er hat mich ausgesucht als Freund und als Transportmittel, als Paten. Er brauchte mich als einen, der die Reise für ihn bucht. Wie sonst kommt ein roter Bär in die Staaten? Lebt er jetzt in Florida, dann nennt er sich Red Pine. Ich weiß, dass die Dinge gut für ihn laufen. Ich bin wieder zu Haus, die Zeit des Bären ist vorbei. Da hilft auch nicht, einen neuen zu kaufen. Man tauscht nicht einfach einen Bären für einen anderen ein. Das ist ein Abschied von den Kindertagen. Mein roter Bär ist ausgewandert und ich bin allein. Von nun an muss ich mich allein durchschlagen. Man tauscht nicht einfach einen Bären für einen anderen ein. Das ist ein Abschied von den Kindertagen.
Mein roter Bär ist ausgewandert und ich bin allein. Von nun an muss ich mich allein durch Schlangen jagen.